da habe ich auch dauernd falsch gespielt, weil ich diese Funktion einfach nicht kannte. Kann sein, dass du es halt eben jetzt erst erklärst, aber ich habe das mit dem Vernichten schon ab und zu gesehen in deinen Videos. Gut, dann... Gesehen, aber ich konnte hier nicht darauf hinweisen, weil ich nicht dabei war. Ja, und ich habe es natürlich nicht gewusst, weil wegen, da gucken wir auch gleich, was Laden speichern bedeutet, aber ich denke mal nicht, dass Spiel speichern und laden. Glaube ich schon, doch. Na gut, dann versuchen wir es mal, weil die Funktion habe ich auch noch nie benutzt. Okay, gut. So, gehen wir da raus. Dann werden wir jetzt einfach mal auf Tour gehen. Ja. So, Punkt 1, den wir haben. Wir gehen erstmal unten zum Personalchef, stellen uns mal vor. Und sagen dann, wir möchten haben einen Manager, eine Buchhalterin, einen Rechtsanwalt. Eine Rechtsanwältin, sorry. Ja, definitiv ein Einblicken. Genau. Und da fällt mir eigentlich auf, dass hier in dem Fall wirklich nur weibliche Rechtsanwälte in dem Spiel irgendwie drin vorkommen, fällt mir so auf. Aber wie du sagst, wahrscheinlich auch wegen den tiefen Einblicken. Aha. Hallo Personalchef, wir sind die neuen... Die alten neuen Chefs, wir möchten gerne mal auf Einkaufstour gehen. Okay. Auf zum Aktenschrank. Gucken wir uns mal an. Ah, die wieder mit der Spritze hier. Also das ist eine Krankenschwester. Kannst du mir jetzt nehmen, was du willst. Wie sagte Dagome, Oberschwester Hildegard. Genau. Okay, anderer Ort. Das, ja, das wäre, wenn wir jetzt andere Haupt... Ja, Zweigstelle, ja. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch zu anfängerhaft. Okay. Zu klein. Zu klein. Warte mal. Also ich muss hier drauf drücken. Genau. Einstellen. Lass mal gucken. Übrigens, du hast ja gesagt, dieser Fahrer, den wir in der letzten Aufnahme hatten, ich habe den Namen vergessen. Störzle. Störzle. Der kommt nicht aus Dreifort KG, der kommt aus der Firma Meier. Ich habe mir ja jetzt letztens mal meine alten Videos mal wieder angeguckt. Und da war Störzle bei der Firma Meier drin gewesen. Wie gesagt, ich kann mich irgendwie an Störzle halt eben so... ganz dunkel dran erinnern. Ja, aber der wird sich gefreut haben, dass er uns wieder gesehen hat. So nach dem Motto, nein, nicht die schon wieder. Ich glaube, ich kündige direkt schon wieder. Genau. Ach, der hat diesen Programmbug eingebaut. Alles klar. Ich wusste, wenn das so ist. Ich habe nicht gewusst, dass der von Nebenberuf noch Hacker ist. Okay, Hinz haben wir wieder. Die hatten wir aber letztens schon auch bei... Dreifort KG gab, wo wir, Quatsch, umgekehrt hierbei. Wie heißt Seda, wo wir angefangen hatten. Seda aka Dreifort aka Seda, wir wussten es nicht genau. Genau. Warte mal. Wir haben... Okay, wir haben nur eine Rechtsanwältin. Buchhalterin ist noch keine da, dann nehmen wir die erstmal. Ja. Feldmann. Ja, 17.000 möchte die gleich haben. Ist sie 42? Komm, nehmen wir. Wir brauchen sie. Event. Nicht kleckern, sondern klotzen. Eben. Ich würde sagen, die zwei Putzfrauen stellen wir schon mal ein, weil so oder so wird unser Betrieb nachher ein bisschen dreckig. Ich sehe nur Papierschlangen. Komm, fertig. Papierschlangen, Kaffeetassen, Mülltüten, Meckestüten und so weiter. Genau. Einstellen. Fertig. Oder dann der Manager eh nachher wieder eine ganze Armee einstellt, wenn wir den Manager dann haben. Fangen wir jetzt schon mal an. Ja. Okay, LKW-Fahrer brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, warte mal, die ersten Geschäfte, die machen nachher erst um 9 Uhr auf. Dann würde ich sagen, dann gehen wir ein bisschen auf LKW-Einkaufstour. Was machen wir? Warte mal. Ja. Wir werden aber trotzdem schon mal hier Anzeigen schalten. Und ich habe was sehr Interessantes in der Gebrauchsanweisung gelesen. Die mir der ich sag jetzt einfach nur Sloppy, Entschuldigung, aber ich kürze dich mal ab, ist leichter, die mir das Sloppy da geschickt hatte. Und zwar, ja, ich, okay, hier ist das auch noch drin, deswegen, wenn ich dann gucke, dass ich so dann klicke, wenn ich die Hefte durchgehe, ich glaube, so ist besser. Da stand zum Beispiel drin, dass man erst Express Frachten
schalten soll, wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat und schon einige Normalfrachten gemacht hat. Dann soll man später erst Expressfrachten aufgeben. In den Anzeigen. Okay. Okay. Das wurde natürlich jetzt in den allerersten Tipps vom Rick Nico wurde das dann nicht so dargestellt. Er hat gemeint, mach lieber Expressfrachten, die werden besser bezahlt als die Normalfrachten. Genau, das hat er uns auch gesagt. Genau, Rick Nico war der Name, den ich letztens vergessen habe. Auch da wieder ein Sorry. Ihr wisst ja mein Namensgedächtnis. Ja, ich weiß es auch nicht, ob er dich hier auf Wehofner LP abonniert hat. Er hat dich ja nur mit deinem alten Account abonniert. Ja, das weiß ich nicht, ob der vielleicht heimlich noch zuguckt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, in der Gebrauchsanweisung steht jetzt drin, dass man Normalfracht machen soll. Und erst ab einem bestimmten Prozentsatz, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, soll man dann Expressfracht machen. Ja, also, wenn du mich jetzt fragen solltest, würde ich mal sagen, das war jetzt mal bei einer Ausgabe Normalfrachten machen und dann beim Rest würde ich sagen Expressfrachten. Oder wie siehst du das? Ich würde sagen, wir nehmen die erste Woche Normalfrachten und ab der zweiten Woche dann Express. Alles klar. Und ja, was ich auch mir nie so richtig angeguckt habe und immer erstaunt war, wer mir da so viel Geld abknüpft in meiner Woche. Die Anzeigen kosten wirklich so viel, 3420 Mark. Ja. Ja, deswegen, wir machen aber trotzdem Frachtart Silo. Daran hat sich aber auch heutzutage nichts geändert. Mhm. Weil wie lange bin ich jetzt aus der Lehre draußen? Als ich die Lehre zum Bürokaufmann gemacht habe, war ich auch in der Personalabteilung und da musste ich halt eben auch eine Anzeige erstellen für Personen gesucht. Also eine Stellenanzeige und die hatte dann in der Zeitung auch so 1500 bis 2000 Euro gekostet. Mhm. Also das ist schon legitim, dass es hier so teuer ist. Ja, und ich sehe gerade hier Logistik und Transport ist der billigste von den dreien, so wie es aussieht. Aber wir werden uns jetzt wohl nicht nur bei einem Heft Nee. Also ich behalte das bei, dass wir uns bei allen drei Magazinen einfach da anmelden. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer den teuersten genommen habe, der Silotransporter genommen habe und dann immer gesagt habe, Tank und dann eine andere Frachtart. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich dann das nächste Mal im teuren Heft dann wahrscheinlich eine andere Frachtart nehme und nicht dann der Silo, sodass wir einmal in Abwechslung haben, ja. Genau, dass wir einmal in jedem Heft vertreten sind. Vielleicht bringt das dann auch wieder ein bisschen mehr Aufträge rein. Einmal sehen. Ja. So, Silo haben wir, Tank haben wir, Tief haben wir nicht, Pritsche haben wir nicht, Container auch nicht. In dem Fall aber Kühl haben wir. Gut. Muss ich jetzt wieder umdenken, dass wir keine Pritsche mehr haben. Okay, Normalfracht haben wir ja gesagt. Annonchieren. Okay. So, und das heißt dann, die ersten Ergebnisse werden wir dann so am Donnerstag haben. Das habe ich jetzt auch in der Gebrauchsanweisung gelesen. So, mal gucken. Was sagt unsere Tageszeitung? Aus aller Welt. Die UNO beschließt neue Sanktionen gegen den Nordwestkonflikt. In der Wirtschaft gibt es leider keine Neuigkeiten. Aha, keine Neuigkeiten. Hier stand sonst immer, die Wirtschaftslage ist ja schlecht. Mhm. Und dann sollen wir eine Firma aufbauen. Super. Tja. Raus aus der Tür. Ach, guck mal, wir haben gleich schon 9. So, ich gehe nochmal hoch zu unserem Computer. Beziehungsweise wir können ja schon mal den einen Auftrag, den wir da jetzt haben, können wir schon mal bestätigen. Jo. Und dann den ersten Silo losschicken. Und dann sehen wir auch schon die erste Neuerung im Vergleich zur wirklich Urplaner 1.0, die du vor... Oder sieht man hier schon. Sieht man hier sogar schon. Man sieht oben halt eben die Auftragsnummer. Mhm. Und dann sieht man hier schon, wie viel FE der Auftrag enthält. Genau, das war aber auch schon drin gewesen, aber was neu ist, wirklich neu ist, wir sehen jetzt Ankunftsdatum. Heute ist der 3.1. und der
Ja, LKW würde... Ja, das stimmt, stimmt, das ist auch neu. Aber ja, wie gesagt, halt eben das mit den Frachteinheiten, dass die da angezeigt werden, ist auch neu. Das war bei der Urplaner 1.0, womit du in der ersten Staffel angefangen hast, das war nicht drin. Also ich meine schon, nur dass die jetzt nicht... Nicht? Nein. Okay, dann sage ich jetzt erstmal nichts. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Und wir versenden... mal gucken, hier ist alles in Ordnung. Ach, guck mal, Zucker und Co., das ist, unser Stammkunde, ja. Ja. Okay, das war der erste Stammkunde. So, mal gucken. Zwei Minütchen. Ich würde sagen, ich renne mal kurz raus, dann müssen wir wieder ein paar Aufträge kriegen. Hoffe ich doch mal. So. Nativlader. Nee, können wir nicht. Haben wir nicht. Noch nicht. Machen wir nicht. Aber hier steht nichts mit Bestätigung. Ich zeig dir erstmal kurz hier eben nochmal. Den können wir gleich vernichten. Ach, Rechnung muss ich gleich auch noch bestätigen. Okay. So, Computer. Keine neuen Aufträge. Unerledigte Aufträge. Moment. Unten, das Gusseisen war das. Ja, Gusseisen. Genau, jetzt sagt er dir hier... Gusseisen, Tieflader, Fracht in Münster, beträgt so und so viel. Hätten wir jetzt einen LKW, würde er jetzt auch hier ausrechnen, wie viel das kosten würde. Ja. So, und da wir jetzt noch keinen Fahrplan haben, beziehungsweise... Noch keinen Vertrag. Noch keinen Vertrag, haben wir hier... noch keine Berechnungen. So, und da und wir das sowieso nicht machen können. Also man könnte jetzt auch zum Beispiel zur Landkarte gehen. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Dann würde er auch zeigen, so viele Kilometer. Das habe ich immer nur gezeigt, wenn wir im Büro gewesen sind. Ja. Also es geht auch vom Computer aus. Und dann zurück. Ich weiß. Jeder, der zugucken guckt, der etwas Ahnung vom Plan hat, mehr als wir, der wird jetzt sagen, ach, was zeigt uns da Weofner, das kennen wir doch alle schon. Ja, aber ich zeig's nochmal für die Neuen, die es noch nicht kennen sollten. Wie mich zum Beispiel. Oder ich. Okay, und Übersicht, das kennen wir ja auch schon. Gut, und jetzt kann man das Ding... Dann kann man da auf Vernichten klicken, ja. Genau. Schon ist der Auftrag weg. Und sowas nicht und Zucker, das machen wir ja. So, das war das. Wir rufen mal kurz eben an, weil wir müssen ja noch erstmal abklappern hier, wie teuer die Telefone bei den einzelnen LKW-Händlern sind, bevor wir da hinfahren. Und wir können die Telefone leider nicht per Telefon einkaufen. Schade. Ja. So, hier ist der Weofner. Sag mal ein paar Preise. Wir haben von 7 Uhr... Oh, die haben sogar schon um 7 Uhr auf. Oh, das ist neu für einen LKW-Händler. Ja, bis 15 Uhr allerdings, aber ist in Ordnung. 7 Uhr, dann können wir uns den schon mal merken. Wir haben Sonntag und Samstag haben wir geschlossen. Okay, ist von 94. Ein Faxgerät für LKW kostet bei uns 3.500, ein Telefon 4.600. Okay. Was hat denn noch an Informationen für uns? Guck mal, hier kannst du sogar... Ah, das konntest du in der alten Planer-Version, glaube ich, gar nicht... Ah, sieh mal einer, schau. Also, ich meine, das wäre in der alten Planer-Version nicht drin gewesen. Meine ich auch mal nicht. Das ist ja stark. Da müssen wir nicht immer zu jedem LKW-Händler hinfahren. Okay, jetzt stehen hier keine Preise, aber es steht zumindest drin, was er an LKWs hat. Okay, Tank. Gliederzug sogar. Das kann ich hier mal kurz abchecken. Ich habe ja hier Planer offen, dass ich so ein bisschen Musik habe. Mhm. Ich check das mal ganz kurz ab. Mach das mal. Okay, hier könnten wir zumindest schon mal den Tank... Oh jo, Tank, oh, warte mal, Tank, Gliederzug und Anhänger. Hat er hier sogar, könnten wir uns sogar holen. Beziehungsweise, er hat nur den... Anhänger hat er keinen sich gerade. Nur den LKW davon, okay. Kühl müssen wir noch einen holen, okay. Jo, das war's. Das war die Firma Gutdiesel und jetzt kommt die Firma Verbrauch. Auch nicht schlecht.
Thema mit Diesel, gut Diesel, Verbrauch, Spritmann. Auch nicht schlecht. Anhängermüll. Nee, doch, Anhängermüll. Was? Das ist ein LKW. Cool. Händler. Auch nicht schlecht. Aha, also hier scheinen die auch teilweise echt andere Namen eingebaut zu haben in der Version. Ja. Weil das sagt mir jetzt nämlich nichts. Okay, mal gucken, mal Firma Verbrauch. Hier ist die Firma Verbrauch in Bonn. Ja, nee, ist klar. Sag mal ein paar Preise. Okay, hier sind die Faxgeräte billiger. Und die Telefone auch sowieso, ja. Der hat nur der hat von 9 bis 7 Uhr, 17 Uhr geöffnet. Der hätte Tankgliederzug gar keinen. Okay, Containergliederzug können wir nicht gebrauchen. Aber der hat dafür ein Silo auf Liege. Nee. Hat er nicht, aber ein Silo-Gliederzug-Anhänger hätte er. Okay. Ich kaufe aber schon mal ein paar Faxe ein. Fax kaufen. LKW geht nicht. LKW-Art wechseln. Gliederzug, Silo. Kriegst einen Fax. Kriegst auch einen Fax. Die haben alle schon, alles klar. Kaufen wir jetzt auch. Das ist wieder teuer. Gut, müssen wir aber machen. Ja, sehe ich ja auch ein. Das sind ja auch, wie gesagt, die Tipps, die wir am ersten Tag machen sollen. Telefon kaufen. Schon LKW-Art wechseln, das habe ich gerade im Gliederzug. Da muss ich gleich noch mal zurück bei den Faxgeräten, weil ich habe das gerade übersehen, dass ich hier die LKW-Art nicht gewechselt habe beim Telefon. Ach nee, bei den Faxen. Entschuldigung, wir sind ja gerade beim Telefon. Tack, LKW-Art wechseln, Gliederzug, Kühlwagen. Der hat noch kein Telefon. Alles. Okay, also ich hab jetzt hier gerade einen LKW-Händler angerufen. Mhm. Geh nochmal kurz auch zurück. Ja. Ja, der Punkt Information fehlt. Mhm. Aber ironischerweise ja. Ist erstens Preise, zweitens Fax kaufen, mhm. Drittens Telefon kaufen, ja. Fünftens auch wiederhören. Aha. Also Punkt 4, also das geht hier nur 1, 2, 3, 5. Auch nicht schlecht. Okay, das kann dann wahrscheinlich heißen, dass bei der Version vielleicht der Punkt geplant war, aber nicht eingeführt worden ist. Kann auch sein. Wie gesagt, wie ich im Vorfeld schon erzählt habe, ich habe in dieser Gebrauchsanweisung gelesen, die ich vom Sloppy bekommen habe, dass die Funktion mit den Stammkunden zum Beispiel erst in der Planer Extra eingeführt worden ist, aber dann später auch in, ich glaube per Update war das, in den Planer 1 auch integriert worden ist, in der normalen Version. Wahrscheinlich hat man dann diesen Punkt hier ausgebaut und den erst für den Planer extra wieder freigeschaltet. Ja. Gut, so. Nochmal, Fax hat er keinen. Okay, kaufen. So. Womit kann ich Ihnen helfen? Auf Wiederhören! Schön. Ich werde auf jeden Fall schon mal, wir müssen ja mit den Reedereien was gewesen, müssen wir auch noch einen Termin machen. Mhm. Ein Termin, ja. Ja. Düsseldorf, Düsseldorf, Köln. Seite, aber jetzt die Seite 1 von 2, ich kann hier nicht vor, ich kann hier nicht umblättern. Ach, guck mal rechts. Rechts, warte mal. Rechts, nicht links. Ich bin ja schon rechts. Ach, warte mal. Ach, okay. Ja, ich habe hier das hier gesucht. Guten Morgen, werter Wehofner. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon spät. Früh. Wir haben schon wieder 5 vor 1 morgens. Oh jo. Das war letzte Woche nach unserer wo wir das letzte Mal aufgenommen hatten, nach unserer Session bin ich echt ins Bett gegangen, wo es hell wurde, nämlich um 6.
Ja, nachdem wir die Aufnahme beendet haben und dann noch so ein bisschen off-cam das Ganze abgecheckt haben, ja, das hat gedämmert. Ja. Hafen in Bonn, Windschiff, sag ich guten Tag, okay, ich bin der Seehofner. So, mal gucken.